Oh, und wir die haben die ganze Zeit gespielt, während wir gequatscht haben. Production! Wieso zeigt ihr uns nicht? Aber gestern das Interview mit mir war es wichtig. Und jetzt sind wir in Game 1. Winner's Side Top 8, Winner's Sammies, SDN gegen Dafunk, Last Dog, beide 0%. Ich habe keine Ahnung, was vorher passiert ist, wer irgendwie Momentum hat, aber here we go. Genau, aber ist doch schön, dass es wenigstens even ist. Ja. Wir sagen einfach, okay, das erste Game war nur One-Stock, genau. Dafunk hat zweimal mit dieser Side-B beide umgebracht, einfach fertig. Aber jetzt mit dem Down-Throw, keine Ladder-Kombo von der Plattform, Wifting Grab auf der Side-B. Ja, ist bisher auf jeden Fall ziemlich even. Das ist ganz interessant, weil wir die Musik hören, aber den Sound nicht, ne? Ich höre ihn ganz, ganz leise irgendwie. Es ist sehr weird gerade. Aber, oh mein, hätte Dafunk da die Roller... Okay. Jetzt ist die Musik laut, aber von den Charakterstimmen höre ich irgendwie immer noch wenig. Das ist ein bisschen zu laut. Jetzt wird alles laut. Zu laut für mich. Ja, ich bin am Übersteuern. Okay. Aber wir sehen, das ist hier super even gerade. Ja. Und es ist eine lasting situation. Ich wollte gerade noch erwähnen, dass jetzt beide in genau der Range sind, wo beide ihre Kill-Confirms haben mit Brawler, Downthrow AP und Ike Klassiker in der Abwehr. Das heißt, für beide hätte ein Hit es sein können. Aber ich guess Ike kann auch ohne den Confirm einfach Raw F-Tilt reindrücken und durch. Ja, also SDN kann das auf jeden Fall. Auch interessant, dass er, ganz am Anfang war es ja so, dass eigentlich sehr viele Leute Ike gespielt haben. Ike war am Anfang das, was Wolf heute ist, so ein bisschen. Ja. Und inzwischen spielt eigentlich niemand mehr Ike. Niemand. Ja. Außer halt SDN und vielleicht noch der Typ von England, der die ganzen Turniere veranstaltet. Keine GP. Ahnung, wie der heißt. Der GP, genau. Es gibt auch theoretisch noch ein, zwei andere Deutsche. Es gab ja Takeo, der aber jetzt relativ inaktiv geworden ist. Der war so relativ even mit SDN eine lange Zeit lang, war ein NRWler. Genau. Aber der ist jetzt sehr inaktiv geworden. Dafür hat NRW einen anderen Uprising Ike, der heißt Phoenix Journey. Der hat jetzt so die letzte der hat jetzt die letzte Season ein paar Impressive Wins geholt und ist jetzt auch das erste Mal auf dem NDS-PR gelandet dieses Jahr mit, ich glaube, 14 Teilen NRW. Ja, cool. Genau, ich kannte nur noch Eldigan und Tikao und Nier. Die drei kannte ich, aber... Ja, Nier spielt jetzt Sephiroth, Tikao, keine Ahnung, Eldigan ist inaktiv, Takeo war ja sogar besser als Eldigan eine Zeit lang in NRW, aber ist jetzt auch inaktiv. Jetzt hat NRW halt diese Phoenix Journey. Genau, der Sieg, das gehörte zu SDN, richtig? Das ist korrekt, das war mit dem F-Tilt. Sieg geholt, hier Winner Semifinals, also steht schon 1-0. So. Aber Dafunk fängt das erste Game relativ stark an, hat einen schönen Advantage State. Hält SDN da auch, der versucht hat, mit der Dash Attack einfach raus zu reverseln. Aber findet jetzt tatsächlich auch den anderen Reversal mit der Side B. Spielt die immer noch Double? Der TO guckt sich interessant durch die Venue. Ja, ich muss organisiert ich schau mal werden. Tatsächlich. Jo, du kannst schauen, ich laber alleine Scheiße. Das kann ich sehr, sehr gut. So, und da sehen wir die SDN-Dash-Attack und sie killt. Sie wurde schlecht geeilt. Es ist ein SDN-Klassiker, wie er im Buche steht. Es gibt nichts mehr Typisches für den Norden. Aber jetzt davon trotzdem noch in Killprozenten. Brawler Back Air, Brawler Nair eventuell. Gibt schon vieles, das killen könnte, um das hier wieder even zu machen. Und wie wir alle wissen von Leuten, die gerne... es gibt genug Leute, die irgendwie Propaganda betreiben, dass Brawler on paper der best Character sein könnte, weil der... theoretisch sehr krasse Combo-Strings hat, wenn der Gegner falsch DI'd oder du das DI perfekt readest. So ein bisschen auf Luigi-Level die Kombos, nur dass sie, glaube ich, noch härter zu executen sind. Heißt, er kann jetzt theoretisch mit einer Combo das komplett wieder even machen. Ich meine, es ist so oder so noch even, weil er den Kill früh gefunden hat. Aber jetzt findet SDN das erste Opening mit Up-Air. Junge, er wollte so hart lernen den Catch mit der Dash-Attack. Ich liebe SDN. Aber, Junge, die sind beide einfach... die Dash-Attack rein, der F-Mash rein, aber jetzt Down-Tilt fair. Wie hält SDN den Advantage? With den Grab, weil er dachte, es wird ein Neutral-Get-Up, aber das war ein Roll-Get-Up. Und jetzt findet die Bowling-Kugel auf die Recovery. Können wir das noch weiter aufhalten? Nein, der kommt mit dem Airlock zu Ledge, muss nicht abbiegen, weil Ike abbiegen ist immer schwierig. Und jetzt kommt das zum Juggle raus, schöner Airlock. Wir resetten wieder ein bisschen. Jo, ist schon wieder. Einmal im Neutral. Run-Up-Dash-Attack. So ein Macher. Da kennt er wirklich nichts. Und jetzt rennt in den F-Tilt rein. Soll ich los? Okay, perfekt. Damit bleibt jetzt nur noch Cobra und es kommt eine neue Person in den Raum, dessen Namen ich nicht kenne. Es tut mir leid. Heißt, wir sind trotzdem weiterhin schön zwei Commentator und ich gehe jetzt Double spielen. Genau so ist es.
Ja, auf jeden Fall aber danke fürs Commentary. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich übernehme einmal. 1-0 steht es für SDN hier gegen Dafung im Winner Semifinals. Im Moment aber sieht es gut aus für Dafung, der tatsächlich mit dem Stock führt. Wow. So. Perfekt. Stuhl ist merkwürdig. Der ja. sitzt einfach ein. Ja, ja, das hatte ich auch vorhin schon. Jetzt wieder ein bisschen ausgeglichener. Haben wir jetzt jeweils noch einen Stock übrig. Und Dafung will sich hier zurück in die Series kämpfen. Kriegt aber auch ganz schön drauf. Oh. Oh, das ist eine schöne Kombo. Aber es reicht noch nicht ganz. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber noch so eine Kombo und das sollte hier die Runde gewesen sein. Kriegt da echt gute Hits, aber ganz reicht es noch nicht. Der Killing Blow fehlt. Es wird danach gesucht auf jeden Fall. Und hier wirklich immer am Gucken. Oh. Ja, das ist gerade super wichtig für Dafung. Das muss er auf jeden Fall gut spielen. Ja. Er muss das patient spielen, aber man darf auch nicht zu patient sein gegen SDN. Weil der irgendwie genau abschätzen kann, ab wann du nicht mehr reacten kannst auf sein Stuff. Ja. Es wird jetzt halt auch sehr, sehr knapp für Dafung tatsächlich. Oh mein Gott. Oh. Ist das böse. Oh, er braucht nicht mehr viel, aber... Ja, man muss auf jeden Fall seine Up-B punishen. Oder generell seine Recovery. Oh, oh mein Gott. Und wie so oft holt die Dash Attack den Sieg hier für SDN. So knapp. So, so knapp. Das haben wir so oft schon gesehen, diese Dash Attack. Irgendwie jemand denkt so, okay, ich kann mich jetzt kurz einmal zurückziehen, einmal durchatmen, dann kommt er angelaufen und holt die Dash Attack. Zack, raus. Einmal rein. Das ist wirklich geil. Damit jetzt tatsächlich Matchpoint hier für SDN. Will natürlich ins Winner Bracket Final einziehen. Dafung aber noch auf jeden Fall mit Möglichkeiten hier, sich das Ganze zu schnappen. Geht hier weiter mit dem Brawler rein. Sein Signature Move. Entsprechend da auf jeden Fall noch gute Chancen. Aber jetzt muss es eben soweit sein. Matchpoint hier für SDN. So. Und bisher war es ja auch recht ausgeglichen. Da Funk hier wirklich mit gutem Vorteil zwischendurch unterwegs gewesen. Mhm. Er hat einen anderen Mii jetzt. Er hatte ja davor den Da Vinci, richtig? Ja. Genau, ich weiß jetzt nicht. Also Mii Brawler ist ein Charakter, der... wo du dir dein Moveset praktisch selbst zusammenstellen kannst. Ja. Und er hat dir davon wahrscheinlich selbst schon erzählt, als er hier war. Ja. Und ja, diesmal, jetzt hat er ein anderes. Ich weiß aber nicht, welche... Vielleicht die Abi. Helikopterkick ist eine gute Abi. Vielleicht hat er den jetzt. Mal schauen. Jetzt werden wir jetzt rausfinden. Nee, das war die Downbeat. Oh. Heute kriegt er echt gute Hits raus. Oh, sehr gute Hits. Aber grundsätzlich den Killvorteil hat halt immer Ike. Ja. Unser Ike hat da echt die guten Moves, um das zu finishen. Ist natürlich aber auch recht langsam, was du hier vielleicht mit dem Brawler ein bisschen punchen kannst. Aber der erste Stock wird gestohlen hier. Aber Dafung lässt sich davon nicht unterkriegen und will direkt gegen. Kriegt es ja fast, aber es reicht nicht ganz. 150% jetzt knapp. Und jetzt sammelt er schon wieder ein bisschen Prozente. Das wird langsam knapp. Muss man auf jeden Fall gut gegenarbeiten. Oh. Sachen hätten hier leider nicht ganz, aber man kriegt hier den Knockoff. Und damit ist man jetzt bei 2-2 noch. Relativ ausgeglichen. Wenn man jetzt hier ein bisschen Prozente sammeln kann, das wäre super. Und beide jetzt hier immer gucken so ein bisschen, was sie sich erlauben können, was sie machen können. Und bisher hittet SDN einfach mehr. Kriegt mit dem langen Schwert hier einfach auf Range deutlich mehr hin. Und da, oh, das sind böse, böse, böse Zahlen. Da kommt hier wirklich jetzt am Abgrund im wahrsten Sinne des Wortes und wird hier sein Leben lassen, noch nicht ganz dieses Mal, aber jetzt reicht es schon. Damit letzte Chance. Führung. Letzte Chance jetzt für ihn. Letzte Chance. Und danach müsste er noch 2 Games gewinnen, um hier die Series an sich zu reißen. Also das wird ein harter Brocken. Aber jetzt die Konzentration natürlich erstmal auf dieser Runde. Und da muss auf jeden Fall jetzt
zweimal der Knockoff her. Aber jetzt sieht das tatsächlich mal ganz gut aus hier. Wieder Funken. Oh. Die Tür hat Geist. Sich langsam aufgeschlichen einfach. Sehr gut. Das ist natürlich auch gut. Und das war's, oder? Nein, noch nicht ganz. Von Dafung gerade. Reicht noch. Schwierige Situation jetzt gerade gegen SDN. Da muss er nochmal ein Hard Reset machen, was das Mindset angeht, glaube ich. Was möglich wäre, wenn er den Kill bekommt. Ja, was er tut. Okay. Mal gucken. Noch Kombo. Ist nicht Hoffen und Malz verloren. Sehen wir vielleicht eine Combo? Was passiert jetzt? Okay. Ah, okay, er hat nochmal resettet. Okay, er macht guten Damage gerade. Ja. Aber Ike killt so gut. Ja, ein Hit reicht hier, ja. Und dann macht wieder Side B. Auch noch. Das reicht hier für